Zu einer Demonstration hatten die beiden Kreisbauernverbände Waldeck und Frankenberg am Samstag aufgerufen. Und zwar mit ihren Schleppern sollten Landwirte Präsenz zeigen. Hintergrund sind die Pläne der Bundesregierung, den Agrardieselzuschuss für die Landwirte wegfallen zu lassen. Eine Abschlusskundgebung fand dann auf der kleinen Wehrweide statt. Über 170 Fahrzeuge von Landwirten mit ihren Treckern, aber auch von Lohnunternehmern, Handwerkern und Speditionen, die oft für die Landwirte tätig sind, nahmen an der Demonstration teil. Es gab keine festgelegte Route durch die Stadt Frankenberg, sondern die Landwirte fuhren in kleinen Trupps die Innenstadt entlang und machten so auf ihre Probleme aufmerksam. Zum Schluss liefen alle auf der kleinen Wehrweide zur Abschlussdemo ein. Hier war der Redner Olaf Fackliner, Kreislandwirt aus dem Landkreis Frankenberg. Laut genug? Hört er mich überall oder muss lauter? Es kommen noch welche, aber um das Ganze nicht ganz zu lang hinauszuzögern, wollen wir langsam anfangen. Ihr könnt ruhig nach vorne kommen, hier beißt keiner. Also ich muss sagen, ich bin überwältigt, dass ihr unseren Aufruf so schnell, so unkompliziert gefolgt seid. Das sind halt Landwirte, genau. Und am meisten bin ich überwältigt, wie viele junge Leute hier heute sind. Wir Landwirte, wir kleben uns nicht auf die Straße fest. Ja, wir fahren mal mit dem Schlepper durch die Stadt, auch mal legen auch mal Kreisel still. Aber es muss ja auch was kommen. Es muss die Leute müssen auch merken, warum wir hier sind. Und dazu will ich jetzt ein bisschen was erzählen. Vielen Dank schon mal an die Presse. Heute Morgen stand schon ein sehr schöner Bericht in der Zeitung, dass die Leute auch informiert sind, warum wir das machen und warum wir hier sind. Eigentlich habe ich die Schnauze voll, muss ich ganz ehrlich sagen. Letzte Woche dachte ich noch, jetzt können wir die Vorweihnachtszeit schön begehen, das Jahr langsam ausklingen lassen. Die Sur-Verhandlungen in Brüssel, das spricht das Pflanzenschutzverbot, haben wir gekippt bekommen. Und die hessische Regierung hat uns als Bauernverband mit bei den Koalitionsverhandlungen an den Tisch genommen. Was es bisher, glaube ich, noch nicht gegeben hat, wofür wir auch stolz sind. Ein Dank hier an den hessischen Bauernverband und seine vorderste Front, die dafür lange gekämpft haben und dieses Jahr hat es geklappt. Am Mittwoch dieser Woche drangen dann langsam die ersten Gerüchte aus Berlin zu uns durch. Wir saßen gerade mit dem Bauernverband in Friedrichsdorf. Schnell waren die Handys voll von den Nachrichten aus Berlin, was sie mit der Landwirtschaft vorhaben. Schnell wurde uns klar, die Beschlüsse der Ampelkoalition sind ein Frontalangriff auf die deutschen Bauern. Die Abschaffung von Agrardiesel und der Wegfall der Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge vernichten unsere bäuerlichen Existenzen und gefährden die Versorgung mit heimischen Lebensmitteln. Das kann nicht sein. 3 Milliarden Euro an sogenannten klimaschädlichen Subventionen sollen eingespart werden. Dass wir Landwirte jetzt mit 1 Milliarde Euro für ein Drittel dieser Einsparungen zuständig sein sollen, das schlägt für mich beim Fass den Boden aus. Dass man in einer Demokratie auch mal Kompromisse eingehen muss und die Misswirtschaft einer Regierung ausbaden muss, ist mir inzwischen klar.
Wir haben bisher die Regulierungswut bestimmter Parteien über uns ergehen lassen. Beziehungsweise konnten das ein oder andere durch den Berufsstand verhindern oder zumindest abmildern. Stoppt das hier ab und zu mal, oder geht's? Dann brülle ich ein bisschen lauter, dann ist egal. Auch unsere Kollegen aus dem ländlichen Mittelstand, die ich hier heute auch ganz besonders begrüßen darf, die mit ihren LKWs angereist sind, Spediteure, Handwerker, mit immer höher werdenden Auflagen und Anforderungen, haben sie zu kämpfen. Hinzu kommt die CO2-Abgabe und die erhöhte Maut, welche nicht unerheblich sind. Der Mittelstand ist der Motor, der Deutschland noch am Laufen hält. Für grüne Spinnereien haben wir keine Verwendung. Wir reißen uns buchstäblich den Arsch auf, um anschließend immer wieder Knüppel zwischen die Beine zu bekommen. Wir wollen ein Europa sein. Ja, gerne. Aber dann unter gleichen Bedingungen. Wie sollen wir für den europäischen Markt produzieren, wenn unsere Kosten um ein Vielfaches höher sind als in unseren Nachbarländern? In Italien zum Beispiel ist die Grundsteuer für die Landwirtschaft abgeschafft worden. Und der Höchststeuersatz der Einkommensteuer liegt bei 10%. Kraftfahrzeugsteuer für landwirtschaftliche Fahrzeuge ist tabu. Und in einigen Ländern darf sogar Heizöl getankt werden. Spediteure aus dem Ausland, welche ihre Fahrer nicht bezahlen, wie wir letztes Jahr in Südhessen gesehen haben, die Parkplätze standen voll, gibt es zu Genüge. Und deutsche Handwerker auf Großbaustellen sind inzwischen eine Ausnahme. Ja, als Politiker kann man in kürzester Zeit viel kaputt machen. Dass der Fachkräftemangel auch in Berlin Einzug gehalten hat, war mir ja bekannt. Aber dass unfähige Politiker, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben und sich noch nicht einmal bemühen, ihre Unfähigkeit zu vertuschen, unseren Staat mit Vollgas vor die Wand zu fahren, damit habe ich ein Riesenproblem. Ein bisschen neidisch können wir sein auf unsere großen Industriebetriebe. Wenn Ihnen das nicht passt, verlagern Sie Ihre Produktion ins Ausland. Oder werden mit Milliarden, und zwar zig Milliarden Subventionen geködert, um am Standort Deutschland zu investieren. Siehe zurzeit die Chipfabrik von Infineon. Wir können uns Ackerland leider nicht mit ins Ausland nehmen. Wir sind mit unserer Heimat verbunden. Wir leben unsere Kultur und lieben unsere Heimat. Umso schlimmer finde ich es, dass wir, und da schließe ich wieder alle mittelständischen Unternehmen ein, von der Regierung durch ihre Steuerentscheidungen in den Allerwertesten getreten werden. Ohne sich über die Folgen bewusst zu sein, ist die Stalltür einmal zu, bleibt sie zu. Ist der letzte Schlepper vom Hof, kommt keiner mehr. Ja, auch wir würden uns nach 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich, das würden wir auch uns manchmal wünschen. Und wenn wir dann noch weniger arbeiten und noch mehr Lohn bekämen, wäre das auch nicht schlecht. Auch wenn wir gar nichts arbeiten in Deutschland, sind wir gut versorgt. Was ich jetzt aber unkommentiert lassen möchte. Wir sind 365 Tage, 24 Stunden für unseren Betrieb da. Wir produzieren die qualitativ hochwertigsten Lebensmittel. Wir sind für Ernährungssicherheit. Und die nachgelagerten Betriebe sorgen für eine Vielfalt bester, gesunder Lebensmittel. Der Verbraucher kann sich immer auf unsere Qualitäten verlassen. Umso seltsamer finde ich es,
Die wiederkehrten Werbespots gerade heute Morgen auf dem Weg hierher wieder, wo geworben wird für argentinisches Rindfleisch und Schweinefleisch aus Chile. Hier hat der Verbraucher nichts verstanden. Solche Produkte müssen in den Regalen liegen bleiben. Eigentlich müsste auch der Verbraucher heute mit uns hier demonstrieren, um zu zeigen, dass er zur heimischen Landwirtschaft steht und Klimaschutz für ihn nicht nur ein hohles Versprechen ist. Ich weiß nicht, wer sich heute Morgen schon beschwert hat, weil er 5 Minuten am Kreisel warten musste, aber diese Menschen haben, glaube ich, überhaupt nichts verstanden. Das Vertrauen in unsere Politik ist schon seit Längerem gestört. Planbarkeit in unseren Betrieben und Unternehmen ist nicht mehr möglich. Ständige Änderungen von Gesetzen und Vorschriften lassen keine langfristige Planbarkeit mehr zu. Investitionen bleiben aus, Stillstand ist Notstand. Wenn ein Aldi seinen neuen Markt nach 5 Jahren schließt und 500 Meter weiter eine neue Filiale öffnet, ist das für mich nicht nachhaltig. Wir Landwirte planen eine Investition mindestens auf 20 Jahre und meistens noch länger. Wenn wir als Landwirte und als mittelständische Unternehmen jeden Tag nachhaltig arbeiten, versuchen die Klimaziele so schnell wie möglich zu erreichen, ein Teil der Lösung zu sein, die vom Mensch gemachten Probleme zu bewältigen, regenerative Energien zu erzeugen, Kreislaufwirtschaft betreiben, unsere Kulturlandschaft offen halten und am wichtigsten für Ernährungssicherheit sorgen. Und werden am Ende mit 1 Milliarde Steuerlast bestraft, dann müssen wir wieder auf die Straße gehen und unser Recht einfordern. Und das machen wir heute hier. Wer bei gesundem Menschenverstand ist, wird schnell feststellen, dass eine Volkswirtschaft ohne uns nicht funktioniert. Ohne das Vertrauen der Politik in den Mittelstand und die damit verbundenen Anreize zum Ausgleich von Wettbewerbsnachteilen am Standort Deutschland wird eine langfristige, nachhaltige Produktion nicht möglich sein. Die Kfz-Steuer muss ausgesetzt bleiben. Und der Agrardiesel muss uns weiterhin zur Verfügung stehen. Wir Landwirte kämpfen für diese Ziele und wir in der ganzen Deutschland mit unseren Traktoren und Lkw stilllegen müssen. Wir sind bereit und wenn ihr in Berlin das nicht versteht, dann kommen wir nach Berlin. Ich bin nochmals überwältigt. Ich weiß nicht, wie viele Fahrzeuge nun inzwischen. 170 Fahrzeuge. Mir stehen fast ein bisschen die Tränen in den Augen. Ich bin stolz, dass wir das hier heute geschafft haben. Wir kämpfen weiter für euch. Ihr wisst, nächste Woche geht es nach Berlin mit den Bussen. Wir haben das extra heute hier schon gemacht, weil wir haben gesagt, es drängelt. Es muss sofort was passieren. Deshalb sind wir heute hier. Ich bedanke mich bei allen Organisatoren. Besonders bei den Ordnungskräften, die weitestgehend stillgehalten haben, so will ich es mal ausdrücken. Vielen Dank an die Polizei und ans Ordnungsamt Frankenberg. Ihr kennt mich zum Schluss eigentlich nur noch was zum Schmunzeln, obwohl es alles schlimm genug ist. Ich denke immer positiv und ich denke mir, jetzt muss ich dir mal den Zettel in die Hand geben, wenn wir jetzt das nächste Mal an einer Ampel stehen und die Ampel ist rot, haben wir ja im Moment Zeit, dann nehmen wir unsere linke Hand, die rechte kurbeln ein bisschen, stehen so vor der Ampel und dann freuen wir uns.
Wenn es geht, guckt nicht gleichzeitig zum Nachbarn ins Auto, der könnte das falsch verstehen. Mit einem Hubkonzert verabschiedeten sich die Landwirte von der kleinen Wehrweide und es gab auch noch eine kleine Wegzehrung in Form von Schokolade mit auf den Weg.